Die Salzburger Festspiele sind gestern Abend mit dem großen Festspielball zu Ende gegangen. Wir haben heute Intendant Alexander Pereira bei uns zu Gast und wir möchten mit ihm über eine erste Bilanz sprechen. Herr Intendant Pereira, die Salzburger Festspiele neigen sich dem Ende zu. Wie sieht eine erste Bilanz für Sie persönlich aus? Ja, ich bin eigentlich sehr glücklich, weil ich konnte in diesem Festspieljahr eigentlich alles realisieren, was ich mir gewünscht habe. Das heißt, die Pfingstfestspiele aus einem Tief herausholen mit Cecilia Bartoli und jetzt im zweiten Jahr zu beweisen, dass sie ein wirklicher Erfolg sind. Das zweite ist die Ouvertüre spirituelle. Die Menschen sind in jedes dieser Konzerte mit buddhistisch-shintoistischem Hintergrund, mit einer derartigen Mucksmäuschen stillen Aufmerksamkeit drin gesessen und es gab nicht einen Platz, es gab Kämpfe um Karten. Das dritte ist das Projekt El Sistema. Wir konnten dadurch, dass wir diese 1400 Kinder aus Venezuela nach Salzburg gebracht haben, konnten wir beweisen, A, dass da José Antonio Abreu in Venezuela ein Wunder vollbracht hat, B, aber darauf hinweisen, dass unsere Musikerziehung in einer ganz gefährlichen Situation ist. Das Tollste war eigentlich, dass wir jeden Abend und jeden Tag eigentlich manchmal 3 Standing Ovations erlebt haben. Also, dass wir das Publikum wirklich mitgenommen haben, dass wir es glücklich gemacht haben und dass sie das Gefühl haben, und ich werde, wenn ich durch die Stadt gehe, werde ich von hunderten Leuten angesprochen, die mir sagen, das sind für uns Salzburger Festspiele. Und dann auch immer wieder sagen, wie traurig sie sind, dass ich weggehe. Aber ich bin sicher, es gibt vielleicht auch Hunderte, die sagen, Gott sei Dank, dass dieser Blödmann weggeht. Jetzt hat es, wie Sie sagen, große Publikumserfolge gegeben. Hat es Ihrer Meinung nach auch einige Punkte gegeben, wo Sie, mit denen Sie nicht ganz zufrieden waren? Ich war äußerst enttäuscht, dass meine Präsidentin hat das heute auch in einem Interview mit der Presse gesagt, dass die Aufnahme der Così fan tutte und die Buß in dieser Vorstellung eindeutig manipuliert war. Und ich habe auch die dafür notwendigen Beweise, die ich jederzeit veröffentlichen kann. Und wenn die Präsidenten der Fördervereine von befreundeten Institutionen zu Buhrufern werden, dann mache ich das nächstens auch so. Dann schicke ich 20 Leute zum Buhrufen in die entsprechende Veranstaltung. Da möchte ich mal sehen, was dabei rauskommt. Sie sind ja ein Mensch, der manchmal auch ein bisschen polarisiert. Das hat man jetzt auch gemerkt. Fühlen Sie sich da ungerecht behandelt in Salzburg? Man ist nie glücklich, wenn man gut oder schlecht kritisiert ist, weil auch bei guten Kritiken liest man manchmal solche überschwänglichen Lobhudeleien, dass es einem ganz schlecht wird, und umgekehrt kriegt man manchmal derartig unverschämte Kritiken, dass man einfach traurig ist. Aber darum geht es gar nicht. Wogegen ich mich wehre, ist, wenn was manipuliert wird. Wenn ein Kritiker eine Vorstellung gut oder schlecht findet, so ist das wirklich sein gutes Recht. Es ist ja auch mein gutes Recht, etwas hier in diesem Hause oder in einem anderen Haus gut oder schlecht zu finden. Und wenn ich dann Kritik schreiben würde, würde ich vielleicht auch da und dort einen Verriss schreiben. Also, was wichtig ist, ist, dass die Kritiker sich ihrer Verantwortung bewusst werden, nicht zuzulassen, dass Kritik manipuliert wird. Denn wenn ich dann von einer manipulierten Kritik tief verletzten Künstler bei mir im Büro habe, der weinend zu Recht sagt, dass er das nicht verdient hat, dann beginnt bei mir der heilige Zorn. Der wird sich aber bis nächstes Jahr gelegt haben wieder, oder? Klar, ich freue mich, dass ich das nächstes Jahr machen kann. Ich glaube, dass ich in diesen 3 Jahren zeigen werde,
wo Salzburger Festspiele hingehen müssen und wie dann das Kuratorium und alle anderen entscheiden und sie dann die Festspiele in Zukunft haben wollen, das ist ihre Sache und da will ich mich auch nicht einmischen, es sei denn, man fragt mich, was ich im Einzelfall zum einzelnen Problem zu sagen oder nicht zu sagen habe. Ich habe ja zu dem Thema, wie schwer die Situation der Salzburger Festspiele finanziell ist, habe ich ja schon genügend gesagt. Also hier liegt mir es aber sehr daran gelegen, dass dieses Land begreift, dass es mir nicht darum gegangen ist, irgendein Streit mit irgendeinem Kuratorium auszulösen. Es ging mir darum zu sagen, dass, und ich möchte hier ein Beispiel bringen, es ging mir darum zu sagen, unser Kulturleben, aber nicht nur unser Kulturleben, unsere gesamte Werteordnung im Sozialen, bei den Spitälern zum Beispiel, in den Universitäten, in all diesen Bereichen, ist die Zeit vorbei, dass der Staat sagen kann, ich finanziere das und ihr Private und ihr Wirtschaft, ihr holt die Goschen. Wir werden im nächsten Jahr aber noch hier sein und die Salzburger Festspiele 2014 leiten. Ich werde natürlich nächstes Jahr hier sein, ich werde die Salzburger, es sei denn irgendeiner schießt mich über den Haufen, aber ansonsten... Das hoffen wir nicht. Nein, ich auch nicht, ich möchte noch ein bisschen wursteln. Und ich werde hier sein und es ist mir wirklich wichtig, über die 3 Jahre ein Zeichen zu setzen, künstlerisch und wirtschaftlich, in welche Richtung diese Region und diese Stadt und dieses Festspiel gehen muss.